Dieser Bachlauf befindet sich auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände, das vor ein paar Jahren die Stadt Oldenburg übernommen hat und unterschiedlichste Baumaßnahmen dort, also von Wohnbebauung über Wissenschaftsbauten und Smart Cities und sonst was dort plant. Und als eine der Kompensationsmaßnahmen für diese ganzen Bauvorhaben ist die Renaturierung dieser vorhandenen Beke durchgeführt worden. Das heißt, Verrohrungen sind teilweise zurückgenommen worden, der Bachlauf ist etwas geändert worden, was man hier vorne auch gut sieht an diesem Durchbruch. Das war früher eben auch ein Lärmschutzwall und man sieht, dass das jetzt neu angelegt ist hier. Erstaunlich auch, wie schnell das geht mit den Erlen. Das ist ja alles 2 Jahre ungefähr her und schon beginnt es auszusehen wie von selbst gewachsen. Was man hier ganz gut sehen kann, durch diese Verengung, also die eine Düsenwirkung bietet, wie die Strömungsverhältnisse selber dafür sorgen, dass ein freiliegender Untergrund und nichts, kein Sandgrab hier entsteht. Und natürlich auch teilweise unterspülte Ufer wie da vorne, was auch gute Einstandsmöglichkeiten für Fische gibt. So, wir haben jetzt hier ein Stück von ca. 150 Meter, das wir hinten links beginnen werden, gehen hier durch, gehen hier rum, um den Feldherrnhügel rum und dann bis zur Brücke bzw. bis zur ersten Rausche. Hier hatten wir im letzten Jahr so ca. 50 Forellen von 15 bis 19 cm. Die Frage ist, ob die jetzt noch da sind und ob wir hier jetzt hier gerade besetzen wollen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen rüber und dann geht's los. Bevor jetzt hier weitere Besatzmaßnahmen erfolgen, ist eine Sache dran, was jetzt da vorne gerade beginnt. Ein Kontroll-E-Fischen, was wir im letzten Jahr schon mal gemacht haben und wo wir zu unserer Überraschung einen Jahrgang von Meerforellen gefunden haben, und zwar ziemlich zahlreich sogar, den wir gar nicht erwartet haben. Das heißt also, bevor hier Besatzmaßnahmen unsererseits stattgefunden haben, muss schon in irgendeiner Weise, die uns noch nicht ganz einleuchtet, ein natürlicher Besatz, eine natürliche Vermehrung stattgefunden haben. Und da, dem versuchen wir so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Der schoss da vorne. Der war auch so vor 10 Cent. Nee, der war größer, über 20. Ja? Der war dicker. Der war von 18. Da ja, vor dir. Ist schon weg. Auch 16. Auch eine 16er. Ja, zack. Oh, die ist so groß, du, mein Lieber, schon. Da war noch eine zweite. Irgendwie gut ernährt, ne? Ja? Ja. Das ist ja. Norbert, sag mal, die ist ja wohl. 19. 19. Was jetzt hier so auf den ersten Blick schon ganz natürlich aussieht, sah bis vor 2-3 Jahren überhaupt nicht so aus, sondern war eben noch sehr technisch verbaut und verhunzt, weil es eben die Nutzung des Fliegerhauses im Vordergrund stand. Und jetzt sind teilweise Verrohrungen zurückgenommen worden über Strecken von ein paar hundert Metern. Und der Verlauf ist etwas meandrierender angelegt, sodass sich jetzt sehr schnell schon neue Strukturen und neue Dynamik entwickelt in dem Gewässer. Da muss man ganz lobend auch die Haaren Wasseracht, den Unterhaltungsverband, der hierfür zuständig ist, mit erwähnen, die diese Baumaßnahme angeleiert und begleitet und im Wesentlichen auch durchgeführt haben und mit denen es mittlerweile eine gute Zusammenarbeit gibt und die uns auch unterstützen bei dem, was wir jetzt hier machen. Wurm aus. Und das ist die Grüße gewesen. Das scheint aber schon rote Punkte, die. Genau. Das die will sich zur Bachforelle. Die wollte hier bleiben. 22. 22. Wenn der Kord hier aufhört, könnte die mehr einsparen gewesen sein. Fein, dick und rund. Ne? Aber wirklich super ernährt. Auch 16, ne? Ja, 14. Aber die sieht aus wie eine 16, also vorne. Ja, das ist richtig. Ah,
hat ja seinen Beißring schon dabei. Mhm. Dann machst du den, den nehmen wir mal weg. So. Ist auch über 20, oder? 21,5. Aber blasser als die anderen, ne? Ja. Wir haben jetzt in dem unteren Teil, ca. 150 Meter sind das, 13 Forellen bekommen. Zwei davon waren über 20 cm, die sind also schon aus dem im dritten Jahr wahrscheinlich hier. Und 10 Stück, 11 Stück, die wir von 10 bis 20 cm haben, die müssten eigentlich aus dem letzten Jahr stammen. Dazu kommen noch einige Gründlinge und einige neunstachlige Stichlinge. Eigentlich ein voller Erfolg für das Stück. Also sieht jetzt natürlich aus wie Gefahrstoffverklappung, was wir hier machen, ist es aber nicht. Das ist mal ein bisschen dazu. So, ihr vorwitzige Bildblatt mal weg. Na, hier sieht man auch so die Reste von Eihüllen da noch rumschwirren. Und das Erstaunliche ist, die haben ja nun ihr ganzes bisheriges Leben in einem Becken zugebracht. Wie schnell die es drauf haben, sich sofort ein Versteck oder einen Strömungsschatten zu suchen. Ja, zack, gleich aus der Strömung raus. Sofort kleben sie am Grund und kein Mensch ahnt, dass da noch Fische sind. Also nach unserer Buchführung sind das in dem Becken aus der Brutanlage 6400 etwa, die jetzt hier erbrütet worden sind. Wir kriegen ja mal eine ziemlich genaue Zahl bei der Einlieferung des Laichs und dann wird ja tagtäglich das, was sich nicht richtig entwickelt hat, abgezogen, so dass wir dann irgendwann ein Ergebnis haben. Und ich würde mich jetzt nicht auf 2-3 Stück festlegen dabei, aber so in etwa die Größenordnung. Sofort in Deckung, ne? Sofort unten ins Kraut rein. Und jetzt werden wir im Oktober unser Testfischen machen und dann werden wir sehen, wie viel wir von den 8, 9, 10 cm Meerforellen bekommen.